Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was ist denn hier los? Wo ist er? Warum ist er plötzlich eine Frau? Und wer sind diese komischen Drogenjunkies, die hier neben uns stehen? Ja, ich mach mal diese Kackmusik aus. Nerv ein bisschen. So. Ich verliere langsam meinen Verstand. Aber ich habe ja in den letzten Folgen, habt ihr mitgekriegt, da gab es immer wieder Probleme mit der Framerate und habe ich auch wieder gemeckert, dass es ja alles so scheiße ist und nicht funktioniert. Jetzt habe ich mich halt da hingesetzt und das Problem versucht zu beheben. Hat auch soweit geklappt. Jetzt habe ich allerdings DX-Story so weit umgestellt, dass mein Mikrofon halt nicht mehr aufgenommen wurde. Jetzt habe ich irgendwie 2-3 Folgen aufgenommen ohne Mikrofon. Kann ich alles in die Tonne kloppen. Und ich hatte halt nochmal komplett neu angefangen. Zwar nicht in dieser Aufnahme, die ich da gemacht habe, aber in diesen Aufnahmen bin ich halt hier nach Diamond City gereist. Ja, das grüne Juwel des Commonwealths. Ja, wir sind jetzt in Diamond City. Sind kurz davor halt reinzugehen, um halt rauszufinden, was mit unserem Sohn passiert ist. Ich habe halt in den anderen Folgen auch noch so viel erklärt zu den ganzen Siedlungen und wie man sie aufbaut. Habe ein paar Missionen gemacht. Das ist jetzt halt leider alles weg. Ja, und deswegen, ich werde jetzt nochmal kurz was einblenden, weil es ist, die Aufnahmen habe ich ja soweit noch. Nur halt mein Mikrofon nicht. Das heißt, ich werde jetzt so einen kleinen Clip einblenden, sag ich mal, der geht 5 Minuten ungefähr, glaube ich. Das ist einfach nur ein Gespräch, was hier stattgefunden hat. Weil bevor wir reingekommen sind, haben wir hier so eine junge Reporterin getroffen. Piper heißt sie. Und die hat uns halt dabei geholfen, in die Ups. Hat keiner gehört, Entschuldigung. Und die hat uns halt dabei geholfen, in die Stadt reinzukommen. Ja, hier ist das große Tor von Diamond City. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt halt weitermachen in dieser Stadt, dass man das halt zumindest mal gesehen hat. Weil da haben wir dann auch mit dem Bürgermeister gesprochen und so weiter. Ohne lang zu reden, zeige ich jetzt einfach mal den Clip. Ja, ungefähr 5 Minuten und dann geht's weiter mit der normalen Folge. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach auf. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Was für ein positiver Typ, dieser Bing. Ja, ist mir egal.
Ich werde ohnehin nicht lange hier sein. Schon wieder jemand, der den Kopf in den Sand stecken will. Du wirst dich blendend mit den unfähigen Sicherheitsleuten hier verstehen. Also bist du aus einem bestimmten Grund in unsere Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Ein kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. So, ich hoffe, das war ungefähr so ein bisschen so ein kleiner Einblick oder ein guter kleiner Einblick, um halt zu wissen, was jetzt hier los ist. Ich habe halt nochmal komplett von vorne angefangen aus folgenden Gründen, und zwar, das Spiel war ein bisschen verbuggt und ich habe halt gelesen, dass es durchaus an Speicherständen liegen kann, die vom Tag 1 an erstellt wurden, weil ich habe meinen direkt nach Release erstellt, vor dem Day 1 Patch und so weiter, und dass es dadurch halt ein bisschen verbuggt sein kann, und jetzt habe ich halt nochmal neu angefangen, habe mich diesmal für eine Frau entschieden, einfach YOLO. Und hab halt 6 Stunden jetzt schon gespielt mittlerweile auf dem Speicherstand. Hab halt ein paar tolle Waffen, ein paar tolle Rüstungen. Ja, man sieht halt, ich habe immer noch den Vault 111 Anzug. Ja, so viel weiter bin ich da auch nicht in der Hinsicht. Aber halt noch so ein bisschen Metallrüstung oben drauf geklatscht. Und ja, hab so ein paar Waffen. Momentan mit so ein schönes Jagdgewehr, das ist ziemlich gut. Und ja, hab halt so ein paar Siedlungen aufgebaut. Also eine bis jetzt nur Sanctuary halt, wo wir gestartet sind. Man sieht, da wohnen 5 Leute, 27% Happiness. Ja, aber das werden wir dann in ein paar anderen Folgen dann mal klären. Aber erstmal will ich hier nach Diamond City rein. Das ist halt eigentlich der Ding der heutigen Folge, sag ich jetzt mal. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal rein. Mal gucken, was uns dort erwartet, was mit unserem Sohn Sean passiert ist. Oder ja, ob er vielleicht hier ist, wie alt er überhaupt ist. Kann doch sein, dass er schon tot ist mittlerweile. Aber gehen wir erstmal nach Diamond City. Und natürlich erstmal laden. Oh, das ist ein schönes. Ein First Aid Roboter. Ich nehme jetzt auch wieder nur ein 30 FPS auf, weil das mit 60 FPS einfach nicht klappt momentan. Weil es gibt halt noch so einen Bug, so einen Terminal-Bug, dass wenn du an den Terminal gehst... Happy Halloween! Oh, nice. Es gibt halt... Warte mal kurz. Die Musik ist eh da, okay. Weil ich muss mit V-Sync momentan anspielen, das heißt 60 FPS limitiert, dann kann ich nicht mit 60 FPS aufnehmen, weil das dann nur noch ruckelt, auch für mich dann im Spiel selber. Oh, eine Katze! Ich mag keine Katzen. Aber pscht, hat keiner gesehen. Und dann ist Piper, mit ihrer kleinen Schwester wahrscheinlich. So, das ist Diamond City! Und ja, deswegen gibt es momentan halt nur 30 FPS. Und das war's dann. Wo gehen die denn jetzt hin? Weil die hat uns ja in ihr Büro eingeladen. Was ist das? Pubic Occurrence? Aha. Pubic, oder was soll das sein? Mayor. Okay, da oben geht's zum Bürgermeister. Der da oben seine extra Bude. All Face und Kapelle. Okay. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Diamond City Markt. Oh,
Ein Friseur. Von diesen Dingern ist dann seine Sekretärin. Sie und ihre cool. Ah, hier gibt's. Affleck gibt's ja spezielle Frisuren. Des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Ja, sieht doch nach einem Menschen aus, oder? Kann ich jetzt auch, bitte? Hallo? Was gibt's? Ich bin müde, Schätzchen. Okay, tolle Antwort. Dankeschön. Danke für gar nichts. So. Der sieht sehr nett aus, ja. Guten Tag, die Herrschaften. Gibt's ja noch schöne. So, hier gibt's gratis Werkbänke. Juhu. Waffenwerkbank. Oh, 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 verdammt, alles Diebstahl. Oh, Mann. So. Da ist ein Roboter. Diamond City Surplus. Percy. Hallo. Die Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Okay. Handel. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ausgezeichnet. Ja, schön. Da können wir endlich mal handeln in diesem Spiel. So, was hat er denn Schönes? Lederrüstung. Metallrüstung. Das ist die gleiche, die wir haben. Sonnenbrille brauche ich nicht. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Ödländer Brustteil. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. 1180, what the fuck? Nee, danke. erstmal können wir was verkaufen. Dieses Lasergewehr brauchen wir eh nicht. Das können wir verkaufen, weil ich habe noch dieses rechtmäßige Herrschaft. Das habe ich vorhin von der Mission bekommen, von der Bruderschaft. Ja, stimmt. Das ist jetzt halt blöd, weil ich das alles nicht gesehen habe oder wisst. Ja, es gibt halt hier auch wieder diese Bruderschaft, der irgendwas, keine Ahnung. Die sind auch nördlich von Diamond City. Da habe ich schon eine Mission für die gemacht. Da muss man halt in so ein Raketensilo und da halt ein paar Roboter kaputt klatschen. Und da hat man das als Belohnung bekommen, diese rechtmäßige Herrschaft. Das ist halt nur ein Lasergewehr, ein bisschen modifiziert. So, den Rest brauchen wir eigentlich. Leuchtpistole ist irgendwas für die Minuteman. Ja, wir sind Teil der Minuteman. Ich muss jetzt alles wieder neu erklären. Oh Mann, ey. Ich hatte das alles schon lang und breit erklärt. Ja, wir sind jetzt halt Teil der Minuteman. Das ist halt auch der Grund, warum man diese ganzen Siedlungen und so weiter aufbaut. Ja, dieses blaue Kleid brauche ich eh nicht. Lederkombi brauche ich auch nicht. Die Ehringe behalte ich mal. Vielleicht kann man sie irgendwie noch gebrauchen. Hilfsmittel, sonst noch irgendwas? Ne, Munition behalte ich lieber. Das Blöde ist halt, ich würde da gerne dieses Lasergewehr benutzen, weil es richtig geil ist, aber das braucht halt Fusionszellen, von denen habe ich jetzt keine mehr. Kann man noch irgendwas verkaufen? Meine Minen benutze ich eh nicht so wirklich. Ich bin nicht so ein Taktiker. ich schmeiße am liebsten einfach random Molotov-Cocktails oder sowas. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, komm. Mit Wummel kann ich annehmen? Ja. Haben wir mal 56 Kronkorken verdient. Und er hat jetzt aber nichts mehr, was mich interessiert. Deswegen gehen wir weiter. Juhu. Weiß nicht, was du suchst. Ich hab's mir irgendwie größer vorgestellt. Ich weiß auch nicht. Guten Tag. Was bist du denn? Takahashi. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Okay. Ja. Ich kann mir Nudelschale kaufen. Geil. Ja, den nehmen wir doch mal direkt. Lecker, lecker Nudel. Wie, was? 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 Nein. Was? 1100 für Nudelsuppen am Arsch. Takahashi. Nani, Shimasuka. Nani, Shimasuka. Ja, 20 Stück und 29 kosten die jeweils, oder was? Ne, 58 kosten. Ach du heiliges Kanonenrohr. Nee, geh weg. Mag dich nicht. So, wer bist du, das Ansässiger? Hey, was habt ihr Vault-Bewohner nur mit diesen Anzügen? Ja, die sind tot. Check, guckst sie an. Schön hauteng und nirgendwo zwickt's und kneift's und nirgendwo kratzt. Alles super. Die Musik ist immer noch so laut. Das hier ist Solomons Haus. Oh, Master wohnt auch hier. Oh, dem starten wir mal Besuch ab. Das ist ja noch was Schönes. Ne. Wir können ja mal gucken. Können wir irgendwo schlafen? Weil nachts ist hier natürlich nicht so viel los. Gibt es irgendwo eine Matratze, auf die mich knallen kann? Alter, ist die Musik laut? Da können wir halt auch nicht rein. Können wir hier rein?
Public Occurrences. Vielleicht ist es so ein Pub, wo wir uns niederlassen können. Ich muss die Musik echt mal leiser machen. Oh, da ist Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Wegen deines blauen Anzugs. Ach, stimmt. Du bist ein Bordbewohner. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Was gehört dazu? Ja, komm. Okay, dann. Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja, von da komme ich ja auch. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Die Frau aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Gibt mir Hoffnung. Ist scheiße. Wie soll das gehen? Kann man die beiden überhaupt vergleichen? Die Welt hier draußen? Sie ist nicht einmal annähernd so wie die ich zurückgelassen habe. Hör ich da etwa Heimweh raus? Kann ich dir nicht übel nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier vertrauen kann. Ich weiß auch nicht warum, aber können wir auch... Ach, scheiß drauf, komm, mein Baby Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Wenn ich wüsste, was das Institut ist, dann vielleicht. Das Institut? Wer ist das? Das Blue ist das größte Rätsel im Commonwealth. Niemand weiß so richtig, wer oder wo sie sind, aber man bekommt ihre Machenschaften mit. Synths, synthetische Menschen aus geheimen Laboren. Sie erledigen die Drecksarbeit für das Institut. Manchmal ersetzen sie jemanden sogar mit einem Synth-Doppelgänger. Ein verdeckter Agent, den niemand verdächtigt. Nicht alles Schlimme, das passiert, hat mit dem Institut zu tun, aber möglich ist es immer. Darum frage ich. Aha. Ja, könnte dann sein, ne? Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Rache nehmen, ein Teil nach dem anderen. Leute ignorieren Entführung. Nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Aha, also können wir sie jetzt als Begleiter haben, okay. Cool. Und wir können den Spind ausräumen. Yeah. Wir können Schrott sammeln. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Für was? Achso. So, okay. Können wir uns jetzt hier mal irgendwo ausruhen? Ich würde gerne, dass Tag ist. Oder können wir erstmal ein bisschen looten? Huch, First Person. Hallo. Nichts bleibt für immer verborgen. Oh. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen habe. Oh, wer ist das denn? Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Ah, das ist die kleine Schwester von ihr, oder? Ah, danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Okay. Ich glaub dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Lady. Die synthetische Wahrheit hinzugefügt. Dass man immer nicht irgendwo schlafen kann. Och Mann. Ich will mich ausruhen. Gib mir ein Bett. Ich hab Hunger. Ist hier oben vielleicht was? Ich glaube, hier sieht es nicht besser aus. Ein Bett. Weiß, aber ich kann ihren Computer benutzen, weißt? Ich kann nicht irgendwo schlafen, aber ich kann den Computer benutzen. Macht natürlich Sinn.
Ah. Ja, damit, danke. Weil Schrott sammeln ist hier super wichtig, damit du halt schön die Base immer ausbauen kannst. Das war's. Okay. Geh mal wieder raus. Können wir eh nicht schlafen. So. Oh, was ist jetzt los? Können Keine wir uns jetzt Bewegung, nicht haben? Oh. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist Synth? Mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Hack ihn einfach mit dem Finger ab oder so. Er weiß, ob dein Synth ist. Er ist ein Synth. Er wird uns alle töten. Geil, nein. Okay. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Okidoki. Erstmal erstmal looten. Ja, tut mir leid, okay. Ja, was ist jetzt passiert hier? Hallo, können wir mit dir reden? Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Aha. Was ist passiert? Ich bin kein Synth. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Okay, lassen wir dir. Was jo. Steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Genau. So. Entschuldigung. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Oh Mann, ich will mir die Haare schneiden lassen. Okay, dann müssen wir bis zur nächsten Folge warten. Ich danke für das Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Yeeha! Keiner interessiert's auch, Mann.